Ich habe eine Fernbedienung. Dann mache ich Rechtsklick, trage hier eine 0 ein, dann BOOM! Hören wir denn nicht mal ein Haus? Moin Leute, ich bin's wieder, TGW, mit einer neuen Mod-Vorstellung. Und warum rede ich jetzt so komisch? Ja, egal. Auf jeden Fall, heute habe ich die Explosion Plus Mod für euch. Und zwar könnt ihr das Ganze, was ich hier jetzt labern werde, auch in der Wiki, die es von dieser Mod gibt, und in diesem schönen Buch hier nachlesen. Die Crafting-Rezepte werde ich euch aber trotzdem mal oben rechts in die Ecke einblenden. Genau, aber auf dieses Buch gehe ich jetzt nicht weiter ein, denn ich will euch das Ganze ja jetzt hier zeigen, ne? Und dann gehen wir jetzt mal los hier. Oh, habe ich mich erschreckt. Alter. Ja, ihr werdet es euch sicher gedacht haben. Oder, na, warum eigentlich? Na, weil ich es unten habe. Egal. Auf jeden Fall gibt es als allererstes die Landmine. Das ist einfach wie eine Pressure Plate. Kann man die auf den Boden legen hier. Und wenn dann irgendjemand da drüber latscht, dann geht in die Luft. Ja, das ist echt lustig. Und ja, da unten habe ich noch ein bisschen mehr vorbereitet und hier ist gleich noch so ein Teil. Da werden Pfeile geschossen. Hilfe, ich habe Angst. Ja, okay, auf jeden Fall ist das die Anti-Personal Mine. Das ist genau das gleiche wie die andere auch. Kann man auch hin platzieren und so, ne? Aber wie ihr schon gesehen habt, werden da so Pfeile geschossen. Und ja, das ist dann nochmal eine stärkere Form davon, von der Personal Mine. Ja, auf jeden Fall, diese Mod stelle ich mir sehr gut für einen Multiplayer vor, irgendwie für so ein Ego-Battle oder was weiß ich, ne? Auf jeden Fall. Ja. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und zwar hier zu diesem schönen Teil. Und, Alter, hier stecken ja noch die ganzen Pfeile. Auf jeden Fall das nächste. Das ist eigentlich so eine Art TNT. Und zwar ist das hier. Das ist, heißt aber Dead Cord. Und das kann man hier so hinlegen hier. Und das verbindet sich. Wie so ein Kabel oder sowas. Auf jeden Fall kann man damit also das ist gut für Flächen zu zerstören. Dann haben wir hier noch das Fuse. Und zwar ist das so eine Zündschnur. Die kann man entweder mit Redstone oder mit Feuer anzünden. Halt. Genau, ich setze hier erstmal ein Feuer und dann seht ihr, da brennt das hier ab. Und nach einer gewissen Zeit ist das rein und es geht sofort in die Luft. Genau, denn das ist, ich hole mir da so ein Teil jetzt nochmal hier. Ne, hier ist das. Ein Dead Cord. Und zwar ist das auch noch eine Besonderheit. Und zwar, ich setze das nochmal hier hin. Direkt, wenn da Redstone oder Feuer dran kommt, geht das auf der Stelle in die Luft. Ja, aber bei TNT ist es ja so, dass das erst nochmal so zischt und so, und dann erst nach einer Zeit in die Luft geht. Aber das geht auf der Stelle in die Luft. Ja, dann haben wir hier noch das Tunneling Explosive, heißt das. Und zwar kann man das platzieren, entweder so halt wie so ein Pisten, wie man guckt gerade. Das kann man auch mit einem Feuerzeug aktivieren. Und jetzt geht das in die Luft. Und das sprengt hier so einen Tunnel in den Boden. Das ist so, wenn man minen will oder so. Dafür ist das gedacht. Und da kann man dann auch nochmal hier zum Beispiel hier so einen Gang reinhauen. Oder dann hier nochmal einen. Oder dann nochmal hier weiter im Boden. Also dafür ist das gedacht. Das ist jetzt nicht wirklich, womit man irgendwie die Welt kaputt machen kann oder so. Denn, warum habe ich jetzt das Feuerzeug weggetan? Der Rest der Mod ist eigentlich so größtenteils, um die Map zu zerstören. Und ja, das nächste, das ist die Blasting Cap Detonator.
Und das Item, was dazu gehört, ist die Blasting Cap. Wer hätte das gedacht? Und zwar kann man die auch einfach platzieren und dann mit einem Rechtsklick da drauf öffnet sich hier so ein Links da Fenster. Und dann kann man hier eine Frequenz einstellen. Ich nehme jetzt hier mal die 2. Dann können wir mit der Blasting Cap Detonator richtig machen. Und dann schreiben wir hier eine 2 hin. Und dann macht's Boom. Genau, und ich würde sagen, dieses Haus da, das brauchen wir nicht mehr. Und ich habe eine Fernbedienung. Dann mache ich Rechtsklick, trage hier eine 0 ein. Dann Boom. Hören wir denn nicht mal ein Haus? Genau, so was kann man da halt. Also dafür ist das auf jeden Fall da. Das ist echt cool. Das ist halt so, um aus der Ferne irgendwas in die Luft zu jagen. Und das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Dann kommen wir jetzt dahinten zu den C4. Und zwar ist das einfach ein ganz normales TNT, nur macht das nochmal größere Explosionen. Das Loch hier, das wurde von einem normalen TNT gemacht. Und jetzt das hier zünde ich jetzt mal an, oder habe ich gerade schon. Jetzt seht ihr, das ist echt ein viel größeres Loch im Vergleich. Also ist das eigentlich nochmal ein verbessertes TNT. Aber das gibt es nochmal besser. Und zwar ist das hier in diesem Feld versteckt. Da mache ich jetzt mal, zünde ich jetzt mal an, ne? Und jetzt seht ihr, jetzt genau, da kommen nochmal 9 C4 Blöcke raus aus diesem einen und machen nochmal ein viel größeres Loch. Und ja, das war mal ein Feld, würde ich sagen. So, und dann das nächste, das ist hier auf diesem Turm, also auf diesem hässlichen Teil da. Ich nenne es jetzt einfach Turm. Und zwar ist das eine Lavabombe. Die zünde ich jetzt auch mal. Und ihr werdet sofort sehen, was da passiert. Also werdet ihr euch wahrscheinlich auch gedacht haben schon. Aber hier, ach, ist das nicht Hammer. Diesen Turm hier, der wird jetzt einfach mal von einer Lava-Dings-Kugel umgeben. Und das ist, ja, ich kann ja mal hier reinfliegen, warum auch immer. Aber es zerstört halt nicht, ne, ich lasse mal. Zerstört halt nichts, aber spawnt halt hier so eine Lavakugel. So, das nächste. Die nächste Bombe ist eine Waterbomb. Und die macht eigentlich das gleiche wie die Lava, nur mit Wasser und wirklich kleiner hier. Seht ihr? Einfach ein kleiner Wasserdings da. Und das ist so etwas, wie man dann diese Lava hier einigermaßen wieder mit wegkriegen kann. Also nicht 100. Also es ist halt, es spawnt halt kein Wasser, wenn das irgendwie unter der Lava ist hier. Also nützt das eigentlich gerade gar nichts, sondern nur wenn das so wirklich ganz flach ist. Also, aber es ist echt irgendwie für Trolling oder so sicher ganz lustig. Genau. Und ihr wolltet doch sicher mal wissen, wie man da so ein kleines Holzhaus da ganz leicht beseitigen kann. Und zwar mit diesem Teil hier, ein Molotow-Cocktail. Einfach werfen und je. Nein, das war der Fail, 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 Fail. Genau so. Und warum? Wahrscheinlich wegen dem Dach. Ja, da brennt es, da brennt es. So wird man einfach mal sein Haus los, wenn man das nicht mehr braucht. So kann man natürlich auch hier den Wald ganz leicht mal eben vernichten. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht so arg. Es hat überhaupt kein Feuer gefangen. Okay, auch gut. Ja, auf jeden Fall, da ist so ein Holzhaus schon mal eben so durch ein, zwei Molotow-Cocktails nicht mehr da. Ja, jetzt gibt es noch etwas ganz Cooles. Und zwar ist das hier auch eine Pyramide. Da gehe ich schon mal gleich mal gucken, was denn da so drin ist, würde ich sagen. Oh, eine Bombe? Oh, cool, ich liebe Bomben. Genau, das ist eine Time-Bomb. Wenn wir da Rechtsklick machen, öffnet sich dieses Fenster und da können wir einstellen, in wie viel Sekunden die in die Luft gehen soll. Oder halt Minuten. Ich sage jetzt hier mal, in 10 Sekunden soll die in die Luft gehen. Und dann gehen wir jetzt hier mal schnell weg.
So, mach hinne. Komm, die 10 Sekunden sind doch sicher schon um. Da, bam. Und ihr seht, das ist einfach mal eine. Also, die macht eine übelst hart große Explosion. Das TNT, was da drunter war, habe ich schon weggemacht. Also, ihr seht, das ist echt übertrieben stark, das Teil. Also, da kann man schon echt eine ziemliche Zerstörung mit ausrichten, ja. Aber gibt es auch noch diese Bombe hier. Die kann man auch einfach hier werfen, wie das Molotow-Cocktail, und dann zerstört die, wenn die auf irgendeinen Block kommt. Hier noch die Reste von der Pyramide. Die werden ja nicht mehr gebraucht, wirklich, denn wer will denn das schon hier? Also da kann man auch schon echt Zerstörung mit anrichten. Was aber noch übler ist, ist die Bazooka. Und zwar braucht ihr dafür noch irgendeinen Sprengstoff im Inventar. Ich habe hier jetzt Bundled C4 im Inventar. Kann auch ganz normales TNT sein oder irgendwas, aber muss halt im Inventar sein. Und dann einfach Rechtsklick machen, ein paar Mal bam, 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 bam. Und ihr seht, ihr schießt das, was ihr dann halt im Inventar habt. Schießt ihr, und hier dieser Urwald, der ist gestern gewesen, also das ist Geschichte, der ist einfach mal weg, bam, hat's gemacht, ihr seht ja, und weg ist er. Also auch ein echt cooles Item. Es gibt aber auch ein paar eher unnötige Items, und zwar ist das hier die Rauchbombe, warte, wie heißt die? White, genau, Smoke Grenade einfach auf Englisch. Und die gibt es in verschiedenen Farben, nämlich hier weiß, blau, grün, rot, gelb und schwarz. Und einfach mit Rechtsklick kann man die werfen, und dann hüpfen die da kurz so rum. Und dann seht ihr, kommt da so weißer Rauch. Also ich finde das eigentlich eher unnötig. Was vielleicht doch nicht ganz so unnötig ist, zum Beispiel im PvP oder so, ist hier die Flare. Das heißt so viel wie Leuchtfeuer, denke ich mir mal. Denn genau das tut's nämlich auch. Mit einem Rechtsklick schießt man da so ein rotes Leuchtfeuer in die Luft. Und das kann man zum Beispiel als irgendein Signal, wo jemand ist oder so, zum Beispiel verwenden. Aber sonst ist das eigentlich eher unnötig. Jetzt gibt es noch echt coole Items. Eigentlich das Coolste am ganzen Mod. Ich weiß doch, ihr wollt sehen, dass diese Map hier vollkommen zerstört werden kann. Aber vollkommen. Und zwar die Nuklearbombe, also Atombombe. Die werde ich aber nur einmal zünden. Und zwar hier anhand dieser Rakete. Denn es gibt diese ganzen Bomben auch als Raketen. Und zwar hier einmal eine normale Missile, halt Rakete. Da kommen dann so einfach so ein Bombenhagel hier von diesen Bomben. Und dann die Lava-Missile. Dann kommt dann halt so ein Lavaball. Nuklearmissile. Das ist halt die, die ich euch gleich noch zeige. Und Explosive Fragment Missile. Genau, und dann gibt es noch eine Anti-Ballistik-Missile, und die werde ich euch jetzt erst als allererstes mal zeigen. Und zwar, hier, das hier ist die Nuklearrakete, und, ne, da ist sie. Das hier ist die Dingsda-Rakete. Genau, was ich vorher eigentlich noch zeigen wollte, sind das Explosive Diffuser und das Radar. Mit dem Radar kann man einfach Rechtsklick machen, und dann werden einem hier die Raketen, die hier in der Umgebung so sind, werden einem angezeigt. Aber das ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man das Ganze im Multiplayer installiert hat. Also, ich denke, die Mod ist allgemein, ach, habe ich eigentlich schon gesagt. Ja, okay, also wie gesagt, gut fürs Multiplayer. Ja, dann hätten wir das Radar auch. Jetzt gibt es noch den Explosive Diffuser. Und damit können wir einfach so Raketen oder so entfernen. Oder ich glaube, oder auch, da hole ich mir nochmal eben so ein C4. Ne, ich nehme hier so eins. Und dann setze ich hier nochmal so eine Rakete.
Jetzt gehe ich mal hier hin, zünde das C4 an und jetzt können wir das hier aber mit dem Diffuser hier zum Droppen bringen. Also da können wir verhindern, dass irgendwas explodiert oder so. Das geht dann auch mit diesen ganzen Bomben. Oder wir können halt die Raketen entfernen. Genau, jetzt aber zu der Antiballistik-Missile. Und zwar werde ich jetzt hier diese Atombombe einfach mal irgendwelche Koordinaten eingeben. Dann lau. Ach, Mann, leck mich doch. Dann nehme ich halt irgendwie mal. Die hier sind bei mir in der Nähe. Nee, 74. Genau, auf jeden Fall kann man sie nur im Radius von 50 Blöcken verschießen, diese Rakete. Und ich werde die jetzt hier mal launchen. Aber ihr habt gesehen, dieser Rauch. Die Rakete wurde von der Anti-Dings da Ballistik-Missile wurde die aufgehalten, also sie wurde zerstört. Das ist so eine Sicherung vor Raketen. Ja, da könnt ihr halt, wenn ihr irgendwie PvP-Multiplayer macht oder so mit dieser Mod, und dann einfach euch so vor Raketen schützen. Das ist echt hilfreich. Aber sie kann nur Raketen im Radius von 50 Blöcken erkennen und ausschalten. Und ja, ich weiß doch, dass ihr alle darauf gewartet habt, diesen Berg hier als Loch zu sehen. Okay, das hat sich jetzt ein bisschen falsch angehört, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ich werde diese Rakete jetzt zünden. Genau, falls ihr es noch nicht gesehen habt, man muss die X- und die Z-Koordinate eingeben. Und so, und zwar ist das 3, 6, 9 und 1, 0, 6. Und zwar, bam, da fliegt sie. Ah, ich finde das so hammer gemacht mit den Partikeln und so. So, die fliegt jetzt erstmal ganz hoch in die Luft. Dann fliegt die gleich da hinten auf diesen Berg. Und dann macht's Boom. Ich mach das jetzt weg hier. Und. Okay, ja, ich kenne das. Das ist schon so. Weil da so viele Blöcke entfernt werden, hakt das gerade ein bisschen. Da jetzt werden die Blöcke entfernt. Und zwar sind das bis zu 1.500.000 Blöcke, die da entfernt werden können. Und das sind so hammermäßig viele Blöcke einfach mal. Hier, also, weil ich das jetzt auf einen Berg geschossen habe, sieht dieser Krater so mini aus. Nur deshalb. Aber ihr seht, der ist jetzt schon, obwohl dieser, also der Berg, der war ungefähr so hoch wie der hier. Und ihr seht, wie tief das da reingegangen ist, dieser Krater. Und ja, ich denke, ich werde jetzt nochmal eine irgendwie auf eine flache Ebene schießen. Warum habe ich das eigentlich nicht direkt gemacht? So, da stelle ich jetzt hier noch einmal eine hin. Und jetzt ganz kurzer Cut, denn dann schreibe ich mir nochmal Koordinaten von da drüben der Wüste oder so auf. Also, und schon ist es wieder vorbei. Ja, denn ich drücke jetzt hier Rechtsklick. X-Koordinate 485 und Z68. Launch. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin und ich möchte wissen, ob die diesen Punkt immer ganz genau trifft. Das wollte ich jetzt mal testen. Denn wenn sie diesen Punkt genau trifft, sollte sie genau in mir landen. Genau hier, wo ich gerade stehe. Und. Es ist genau der Punkt und es laggt wie Sau. Es laggt einfach mal. Ich habe nämlich genau den Block, auf dem ich stand, habe ich ausgewählt. Und jetzt kurbelt es hier bei mir und keine Rückmeldung steht da. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen... Geht doch. Hier seht ihr, es ist einfach so hammergroß, dieses Loch. Es ist einfach mal...
Ihr seht ja noch, die Rauchpartikel sind immer noch da. Aber dieser Krater, ey, zieht euch den mal. Es ist so Hammer, dieser Mod. Und allgemein. Also am besten finde ich immer noch diese. Die Atombombe, die ich gerade gezündet. Also es ist einfach mal so mega geil. Und so mega groß. Zieht euch das einfach mal rein. Über 1 Million Blöcke, ey. Ich kann das ja jetzt hier auch nochmal von oben zeigen hier. Oh ne, jetzt sind da die Wolken im Weg. Die mache ich aber mal aus. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Aus. So. Jetzt reicht das noch nicht mal, weil da noch dieser Kacknebel ist. Weil ihr seht, der ist so groß, dieser Krater. Ich mache mir da mal direkt einen Screenshot. Ja, und ich würde sagen, mit dieser Mega-Explosion hier, also ihr seht, die Welt, die ist einfach mal so mies kaputt einfach. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, das würde mich nämlich mal interessieren, ob ihr eher denkt, ja, die Mod ist voll unnötig und so, denn sind ja einfach nur Bomben, die dazukommen. Und jetzt soll man damit. Also ich stelle mir das ganz lustig für Multiplayer vor. Mich würde es echt mal interessieren, wie ihr denn die Mod so findet. Und ja, wäre auch noch cool, wenn ihr mir ein paar Mods in die Kommentare schreibt, die ich so vorstellen soll oder die ihr vorgestellt haben wollt. Denn das wird jetzt in Zukunft wieder mehr kommen, also Mod-Vorstellungen und so. Das hatte ich ja jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht. Aber ich würde sagen, dann war es das jetzt von diesem Mal. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.